Was ist der Leitsatz der Spray-Athene? Wir können alles, doch uns kann keiner. Und uns schmeckt prima, das liegt am Klima. Berliner Weiße mit Schuss, ja. Ein flotter Volksstamm ist hier zu Hause. Ist ziemlich fleißig, macht auch gern Pause. Und trinkt oft fröhlich bei einer Sause. Berliner Weiße mit Schuss. Und alle, die Sie hier so sehen, in unseren Szenen heute laufen, fahren oder stehen, sind Menschen, nicht bloß Leute. Was, was mich stört, Franz, dass du neuerdings im Bett bis in die Puppen liest. Solange dein Licht noch brennt, kann ich einfach nicht einschlafen. Bitte, Elisabeth. Nur noch diese Seite und dann mache ich Schluss. Ich verstehe wirklich nicht, was du für einen Narren an diesem Buch gefressen hast. Auch Glück kann man pachten. Schon der Titel ist totaler Schwachsinn. Nur drauf aus, potenzielle Pechvögel wie dich zum Kauf anzulocken. Was ja auch gelungen ist, wie man sieht. Elisabeth, bitte. Glaubst du wirklich, dass man durch eine simple Gebrauchsanweisung sein Glück zwingen kann? Ist ja geradezu lächerlich. Elisabeth, du hast noch keine einzige Zeile von diesem Buch gelesen. Aus dir spricht pures Unwissen. Hier geht's nicht um Gebrauchsanweisung, sondern um klare wissenschaftliche Erkenntnisse. Wie man seine mentalen Kräfte erfolgreich einsetzt. Ach ja? Man muss nur etwas ganz bestimmt wollen. Seine geistigen Kräfte bündeln, auf entsprechende Wünsche fixieren. Wenn man das beherrscht, es richtig anwendet, dann hat man Glück. Wird reich, zufrieden, ein angesehener Mann. Und so steht's in deinem klugen Buch? Ja. Und ich werd's dir beweisen, demnächst. Na dann, gute Nacht. Bitte mach jetzt auch dein Licht aus. Geht mir. ...32, Rot, Pair, Pass. En plein, Cheval, Carré, Lanz auf Lehn. Cognac, bitte. Ein einfachen? Doppelten. Nicht gut gelaufen, wie? Beileid. Danke. Schön. Oh, hat sie fies getroffen, was? Ich dachte, heute packe ich's. Machen Sie doch nichts draus. Heute verloren, morgen wie neu geboren. Auf die Ausdauer kommt's an. Die hab ich. Na, sehen Sie? Nur am nötigen Spielkapital, da hapert's. Nochmal dasselbe. Bin schon wieder völlig pleite, Harry, Schatz. Ich glaube, die ganze Bank hat sich heute gegen mich verschworen. Komm, Liebling. Sei nett, gib mir nochmal Nachschub. Ja, ja. Papa hat's ja. Weißt du was? Ich steige auch nochmal in den Ring. Bei meinem Dusel heute sprenge ich glatt die Bank. Danke, Harry, Schatz. Kopf hoch, mein Lieber. So, bitte schön, ne? ...24, Schwarz für Pass.
En plein cheval, sans se plier, ne sample. Bitte das Spiel zu machen. Sie gestanden. Zero, bitte. Zero. Nichts geht mehr. Zero. Hier. En plein. Bitte darüber. Ja, der Herr. Damit 100 für den Herrn, 1, 2, 503, 3500. Bitte schön, Herr. Okay. Stück für die Angestellten? Ja, durchaus. Recht schönen Dank, danke schön. Kompliment, das nenne ich Glück. Danke. Bitte das Spiel zu machen. Ja. Cognac bitte, aber einen doppelten. Jawohl, Herr. Ja. 13.800 für Sie, mein Herr, bitte sehr. Für die Angestellten. Danke sehr für die Angestellten. Bitte das Spiel zu machen. Nehmen Sie einen Rat von mir an? Ja, bitte. Hören Sie auf, wenn es am schönsten ist. Was denn? Sie meinen jetzt? Ja, jetzt. Wenn ich noch nicht mag? Verlieren Sie. Und nicht nur das da. Was denn, ne? Können Sie sich das wirklich nicht denken? Sie meinen... Ist Ihnen der Gedanke so unangenehm? Nein, keineswegs. Ich... Beenden Sie das Spiel. Ich warte an der Bar. Das macht 32,60. Ja. Bitte. Stimmt so. Danke, danke. Und wir sind hier richtig? Goldrichtig. Intim, gediegen, verschwiegen. Ein Nightclub für gehobene Ansprüche, wie es sich gehört. Aha. Moment, eins. Möchte ich noch gern klären. Ihr ja. Begleiter von vorhin, ja? Dass wir ihn so einfach abgehängt haben, der ist nicht irgendwie... Sauer? Ivo, ist nur ein ganz flüchtiger Bekannter. Ehrlich! Du tanzt einfach wunderbar. So animalisch. Wirklich? Du bist überhaupt ein ganz ungewöhnlicher Mann. Wo hast du dich bisher versteckt? Willst du das wissen? Ja. Gut. Ich erzähl's dir. Ein Leben ohne Höhepunkte. Hohes Mittelmaß. Was ich auch immer vorhatte, plante, anfasste. Es wurde ein Flop. Kein Glück, weißt du? Und Glück, sagt meine Frau immer, hat letztlich nur der Tüchtige. Und was das betrifft, da bin ich absolut eine Lusche. Sag sowas nicht. Heute hast du Glück. Im Übermaß. Ja? Darauf habe ich verdammt lange gewartet. Mach was draus. Ich bin wild entschlossen. Warte. Das hat noch Zeit. Herr Ober? Ja, bitte? Sagen Sie den Herrn, Sie bekommen gleich Besuch. Ich werde es Ihnen bestellen.
hast du denn vor? Kannst du pokern? Pokern? Na ja. Also du kannst. Ich habe meistens verloren, selten gewonnen. Warum? Im Hinterzimmer wird gepokert. Ich habe dich gerade avisiert. Mhm. Heute wirst du gewinnen, nicht wahr? Na, mach ich doch. Ah, hallo, Fremder. Wo die Frau Platz wurde sowieso ausgestellt. Was macht der denn hier? Harry gehört der Club. Habe ich dir das nicht erzählt? Nee, hast du nicht. Na komm, setz dich. Toi, toi, toi. Das ist Herr Bockelmann. Hallo? Tja. Na, da wollen wir mal, was? Ich gebe noch mal neue. Wir spielen ohne Limit, Herr Bockelmann. Keine Einwand. Was ist los? Na los, Herr Bockelmann, ich warte. Oder steigen Sie auch aus? Bei dem Blatt? Bin ich mit Schugge? Die 100 bringe ich und lege 300 drauf. Wie finden wir, ne? Die 300 und 1000. Nun kommen wir ins Schleudern, gell? 1000? Eine Menge Moos für so einen kleinen Tisch, nicht? Aber sei es drum. Die bringe ich. Da. Und wir sehen. Full House. Ja, oh ja. Sehr gut, ja. Moment. Ein Paar. Zwei Paar. Zwei Bubenpaare. Das ist ein Vierling. Mann, das ist ja ein Poker. Oder so. Aber gewonnen habe ich, oder? Wer gibt? Wir haben uns ganz schön geschröpft, Herr Bockelmann. Ja, so ein Dusel hat man nicht alle Tage. Das können Sie laut sagen. Aber heute gelingt mir einfach alles, dank meiner mentalen Kräfte. Man muss einen Willen zwingen, auf das jeweilige Ziel fixieren. Wenn man das beherrscht, kann einem nicht schief gehen. Also, wer gibt? Ich steig aus. Ebenfalls. Ja. Genau, versiebt. Was denn? Niemand spielt mit? Doch. Ich. Und da Sie so auf Ihre mentalen Kräfte bauen, spielen wir das große Pottspiel. Einverstanden? Einverstanden. Sie kennen das Spiel? Ivo. Aber Sie werden es mir sicher gleich erklären, oder? Ihr gesamtes Geld da auf dem Tisch gegen denselben Betrag von mir. In einem Spiel. Gefällt mir. Also, das sind, lassen Sie mich mal schätzen, etwa 50.000 Mark. Und Sie bringen die gleiche Summe? Exakt. Mit einem Scheck, wenn Sie erlauben. Nee, Protest. Also, wenn schon, dann nur Bares. Aber lieber Herr Bockelmann, ich bin mit Bargeld im Moment ein bisschen Mause. Sie haben mir alles abgezockt. Tut mir leid, per Scheck läuft bei mir gar nichts. Wer weiß, ob der Scheck überhaupt gedeckt ist, nicht? Wollen Sie damit sagen? Also gut. Mein Porsche 924S. Wie alt? Halbes Jahr. Neupreis? 47.900. Wo steht er? Vor der Tür. Wir sehen. Da. Wo sind die Papiere? Im Handschuhfach. Okay. Bis nachher, mein Kleiner. Danke, Franz. Ja? Da oben wohne ich. Ah ja. Und wenn du mir versprichst, dass du nicht brav bist, nehme ich dich mit rauf. Versprochen. Einmal 92, 193.
196, 197, 198. 198.000 Mark. Franz Buckelmann im Glück. Wann hat's das schon mal gegeben? Und jetzt. Jetzt folgt die Krönung. Eva? Eva, wo bist du? Im Bad. Komm gleich, Liebling. Liebling. Es ist angerichtet, Eva. Du, wenn du jetzt nicht kommst, komme ich zu dir ins Bad. Wunder. Ich habe die Zeit genutzt und mich frisch gemacht. Riech mal. Magst du das? Überwältigend. Auf uns. Auf uns. Und auf das Glück, das dich ab heute nie mehr verlassen wird. Ja, auf das Glück. Mona Lisa. Mona Lisa. Du bist das Tollste, was ich je erlebt habe. Erwartest du noch Besuch? Um diese Zeit bestimmt nicht. Und wer kann das sein? Ich mach einfach nicht auf. Aufnahmen, Polizei! Was soll das bedeuten? Frag mich was Leichteres. Hallo? Hallo, und keine falsche Bewegung. Los darüber! Schwach hinne! Beine auseinander, los! Verdammt nochmal! Was fällt Ihnen ein? Dazu haben Sie kein Recht! Klappe, Süße. Herr Kommissar hat keine Waffe. Untersuch die Wohnung. Okay. Meine Wohnung durchsuchen? Was soll das? Setz dich, Süße. Und Sie auch. Also hören Sie mal, so können Sie hier bloß nicht umspringen. Klappe setzen, aber ein bisschen fit. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich nicht gewinne. Klappe! Ah, sieh mal an. Da kommen wir ja genau richtig. Gerade Kassensturz gemacht, wie? Na, hoffentlich hat sich's gelohnt. Gib den feuchten Dreck an. Ich werde mich auf höchster Ebene über Sie beschweren. Klappe. Mit dieser abgedroschenen Tour kommen Sie bei mir nicht durch, mein Freundchen. Ist das Ihr Porsche, der unten vor der Tür steht? Ja, das ist meiner. Was soll denn das ganze Herrgott nochmal? Sie behandeln mich ja hier wie ein Schwerverbrecher. Das ist die erste Einlassung von dir, die mir gefällt. Ich verbitte mir das, du. Ja, das ist auch dein gutes Recht. Der hat sie wohl nicht alle. Was will der von mir? Diese Frage beantworte ich dir doch gern. Wenn du mir kurz und knapp bestätigst, dass das deine Waffe ist, dann können wir die Prozedur verkürzen. Ich schwöre beim Leben meiner Frau. Vorsicht. Dass ich das Ding da noch nie gesehen habe. Es gibt eine Beerdigung. Mann, der Fall ist so sonnenklar. Und ihr könnt in einer Stunde wieder zu Hause sein. Mach's mir nicht so unbotmäßig schwer. Ich habe eine junge Frau zu Hause, die ist im 9. Monat schwanger. Das kann jeden Augenblick losgehen. Sie braucht mich an ihrer Seite. Also, dieses Ding, wie du das Ding hier nanntest, lag im Handschuhfach vom Porsche. Nein. Doch. Der Porsche ist geklaut. Nein. Doch, wir können es dir beweisen. Nichts können Sie beweisen. Ich habe den Porsche heute gewonnen. Ja, in der Fernsehlotterie, ne? Nein, beim Pokern. Ah, nee. Ja, und die vielen Mäuse da hat dir eine arme alte Frau geschenkt, ja? Was reden Sie denn da für einen Stutz? Ich war in einem Spielcasino. Und da habe ich heute Nacht... Klappe. Ich will dir sagen, wie es war. Mit dem geklauten Porsche bist du zu einer Bank gefahren, hast dem Ballermann gezeigt und 200.000 Mark kassiert. Na komm, sag ja und wir sind Freunde. Das ist doch alles bloß ein böser Traum. Bitte sagen Sie, das sind nur Scherzen. Sie haben dann Ihren Spaß gehabt und ich verzeihe Ihnen, Kommissar. Habt ihr das gehört? Er verzeiht mir. Das ist doch wirklich mal was Originelles, ne? Du Quadratpfeife, du hast mir überhaupt nicht zu verzeihen. Wenn dir jemand verzeiht, dann ist es der Richter. Und ich hoffe inbrünstig, der hat nicht seinen milden Tag, sondern bringt dich für viele Jahre hinter Gitter. Kommissar? Ja? Sehen Sie mal, was ich gefunden habe. Eine Kapuze. Und wenn du mir jetzt noch weismachen willst, das Zeugs gehört zu deiner Skiausrüstung, dann breche ich dir alle Knochen. Eva? Bitte hilf mir.
tut mir leid, Franz, das kann ich nicht. Es ist aus. Sie haben dich erwischt. Also, was wär's dann wohl? Abführen. Gott, Franz, du hast ja immer noch das Licht an. Ich mach's jetzt aus. Schlaf heiter, Liebling. So lange in diesem blöden Buch zu lesen. Du wirst schon sehen, du träumst noch von dem Schwachsinn. Ist schon passiert. Franz, total glücklich. So, das ist es hier, Herr Kogel. Frei sind noch die Erdstellen 65 und 66. Das ist die hier und die daneben. Alle anderen sind bereits verkauft. Die Nachfrage nach Erdstellen, speziell Einzelgrabstellen, ist sehr groß. Die Menschen sorgen heute viel mehr vor. Man möchte ja schließlich wissen, wo man später seine letzte Ruhe findet, nicht wahr? Also, was sagen Sie, Herr Kogel? Gefällt Ihnen diese Lage? Ja. Ja, oh ja. Sie müssen sich das mal vorstellen, im Frühling oder Sommer, wenn alles grün ist und die Rhododendren in allen Farben blühen, dann ist das wirklich ein ausgesprochen idyllisches Plätzchen. Ja, ist es. Und mit Abstand das ruhigste, was ich mir bisher angeguckt habe. Da sehen Sie. Obwohl man natürlich nie weiß, was in ein paar Jahren ist. Nicht? Der Wald wird abgeholzt, Straßen entstehen, Häuser wachsen in den Himmel. Oh nein, da kann ich Sie beruhigen. Der Wald gehört zum Friedhof. Der bleibt uns erhalten. Als Verwalter weiß ich, wovon ich rede. Hier haben Sie für alle Zeiten einen unverbaubaren Blick. Gewissermaßen. Also, Herr Kogel, was meinen Sie? Ja, ich denke, ich mach's. Noch was Sie können, fahren Sie dem Taxi dort nach. Ja, wo fahren Sie denn noch? Drücken Sie auf die Tube, es geht um Leben und Tod. Ja? Fräulein? Ja? Bitte ein Kännchen Tee mit Zitrone. Und ein Stück Kuchen. Ah. Kuchen am Buffet, bitte, ja? Ja. Fräulein? Ja? Ich möchte bitte ein schönes Stück Diätkuchen. Tut mir leid, ist nicht mehr da. Oh, na, da bin ich aber traurig. Dann geben Sie mir mal ein ordentliches Stück davon. Also wissen Sie, ich will Sie ja nicht schrecken, aber das ist die ganz normale Käse-Sahnetorte und für eine Diät denkbar ungeeignet. Bleibt aber unter uns. Na ja. Ja,
Tag. Guten Tag ist gut. Sie sind gerade dabei, ihn mir zu verpatzen. Oh, es tut mir aber leid. Das dürfte Ihnen doch nicht verborgen geblieben sein, dass dieser Tisch besetzt war. Ach, das habe ich tatsächlich nicht bemerkt. Wirklich eine Reifeleistung. Auf dem Stuhl liegen mein Mantel und der Hut. Auf dem Tisch, wo ist denn meine Zeitung? Ach, das war Ihre? Ja. Was haben Sie denn damit gemacht? Die habe ich dem Herrn da drüben am anderen Tisch gegeben. Der fragte so höflich, ob er sie haben dürfte, und da dachte ich... Sind ja wirklich drollig. Verschenkt meine Zeitung, die ich jetzt hier in aller Ruhe im Café lesen wollte. Also sie sind wirklich einmalig, muss ich schon sagen. Mein Gott, ist mir das peinlich. Ja? Also hören Sie zu, Frau. Ich kann Ihnen ja nicht vorschreiben, an welchem Tisch Sie hier sitzen dürfen. Aber bitte, sind ja noch so viele Tische frei hier im Café. Und ich glaube... Eben, bleiben Sie ruhig hier sitzen. Mich stören Sie überhaupt nicht. Es ist ja auch genug Platz am Tisch für zwei. Fräulein, ich hätte gerne einen Eisbecher. Hier, den hier. Ein Eiscocktail ist recht. Und der Herr hat sich Kuchen ausgesucht? Ja, Eichhüke-Sahnetorte. Ja. Und servieren Sie bitte dort hinten. Hm? Ich setze mich um. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ja, aber ich sitze wirklich lieber gern allein. Guten Tag. Staunen, Schatz, was ich heute wieder mit geringstem Aufwand gezaubert habe. Ein Gericht von erlesener Güte, wie es in dieser Perfektion nur wirkliche Könner zustande bringen. Petite pomme de terre à la poêle, kleine Kartoffeln, medium gedämpft und gepellt mit Magerquark. Grande pomme de terre bien cuit, Bratkartoffeln. Omelette de pomme de terre avec mousse aux pommes. Kartoffelpuffer mit Apfelmus als Nachspeise. Bon Appetit. Entschuldige, mein Schatz, aber die Kartoffeln müssen weg. Lass es dir schmecken, Alfred. Typisch. Wenn mich schon mal jemand besucht, dann fällt er mir prompt ins Essen. Guten Abend, Herr Kogel. Sie? Ja, ich entschuldige Sie die späte Störung. Ja? Aber ich habe gedacht, es ist vielleicht doch wichtig, dass ich mich heute Abend noch melde. Sie haben ja leider kein Telefon, sonst hätte ich natürlich angerufen. Woher wissen Sie denn meinen Namen, meine Adresse? Können Sie sich das nicht denken? Nein. Wenn einer seine sämtlichen Papiere verliert, dann ist das für einen Finder ja ganz einfach. Das ist ja ein Ding. Wo haben Sie die gefunden? Im Café unterm Tisch. Da bin ich aber platt. Ich habe den Verlust noch nicht mal festgestellt. Ach. Du lieber Himmel, das hätte gleich eine Rennerei gegeben. Aber bitte, kommen Sie doch rein, Frau. Droll. Wilhelma Droll. Frau Droll. Wie vielleicht ein unhöflicher Stuben. Treten Sie doch ein, bitte. Aber nur, wenn ich nicht störe. Überhaupt nicht. Bitte schön, Frau Droll. Dankeschön. Oh, einen Augenblick, ich stelle noch schnell mein Essen warm. Was sehen Sie, jetzt störe ich doch. Nein, überhaupt nicht. Esse ich eben etwas später? Ah, das kommt doch gar nicht in Frage. Sie essen jetzt und ich setze mich dazu. Wenn Sie darauf bestehen. Ja, das tue ich. Na dann bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Ja, das ist schon lange her, dass ich Gesellschaft beim Abendessen hatte. Mhm. Haben Sie schon gegessen? Nein, aber ich... Na sehen Sie, da haben Sie sich was Schönes eingebrockt. Essen Sie jetzt mit. Das reicht eh für zwei. Ja, wenn es so ist, dann gerne. Was gibt's denn Schönes? Pomme de terre. Das klingt gut. Was ist denn das? Erdäpfel. Kartoffeln. Hin und wieder einen kleinen trockenen Sherry. Das ist das Einzige, was mir mein Arzt an Alkoholischem zubilligt. Danke. Das ist ganz schön hart. Wenn man bedenkt, dass man in meinem Alter für jede Abwechslung dankbar ist, nicht? Prost. Sie leben allein. Schon viele Jahre.
Verwitwet. Nein, Junggeselle. Nanu, nie verheiratet gewesen. Zweimal mit einem blauen Auge davongekommen. Keine Kinder, keine Enkel. Der ewige Junggeselle. Nur sich selbst verpflichtet. Ja, und sind Sie glücklich? Glücklich? Mein Gott, das ist ein dehnbarer Begriff. Ich bin leidlich zufrieden. Freue mich an den kleinen Dingen des Lebens und mache das Beste draus. Sie sind Schütze, nicht? Ja. Woher wissen Sie denn das? Ihr Personalausweis. Außerdem Ihre Optik verrät's. Ah ja? Na, Schützen sind ja meist sehr gut aussehende Menschen. Na sowas. Na, mit einer kräftigen Statur, rosigen Wangen, schlauen, grauen Augen und einer sehr angenehmen Stimme. Mehr davon. Außerdem sind es vorwiegend gut gelaunte Menschen. Naja. Die Tiere lieben und ihre Freiheit und die bis ins hohe Alter Sport treiben. Treiben Sie Sport, Herr Kogel? Was man so Sport nennt. Ich mache jeden Tag meine Frühgymnastik und fahre so 2-3 Mal in der Woche etliche Kilometer mit dem Fahrrad. Ja, aber früher, da waren Sie doch, ich meine, wenn ich Sie richtig einschätze, da waren Sie doch sicher auch noch in anderen Sportarten aktiv. Oder irre ich mich da? Nein, überhaupt nicht. Als ich noch beweglichere Knochen hatte, da habe ich Tennis gespielt, Fußball. Ich habe sogar geboxt. Oh. Aber auf die Dauer war mir das zu enervierend. In der Nacht vor dem Kampf habe ich kein Auge zugekriegt. In der Nacht danach keins auf. Sie haben wirklich Humor. Das habe ich doch heute schon mal gehört. Ach ja, auf dem Friedhof. Da gehen Sie öfters hin, was? Wohin? Ja, auf dem Friedhof, Sie sagten eben... Ach so, ja. Ich habe mir heute, Sie werden es nicht glauben, eine Grabstelle gekauft. Bitte. Danke. Man muss ja vorsorgen als Alleinstehender, nicht wahr? Mhm. Wissen Sie, was mir auffällt? Sie können ganz schön Leute ausfragen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so viel über mich erzählt habe. Dabei möchte ich noch eine Menge mehr über Sie wissen. Ach, und warum? Weil wir Nachbarn werden. Herr Kogel, setzen Sie sich. Hören Sie, Frau Dr. Wenn Sie mir nicht sofort erklären, warum Sie mich ausgerechnet auf diesen Friedhof hier, zumal noch an diese Stelle da geführt haben. Herr Kogel, bitte. Das ist doch ein wirklich hübsches Plätzchen, nicht wahr? Ja, und wenn man sich dann noch vorstellt, wie im Sommer alles grünt und die Rhododendren blühen, da fällt es einem doch gar nicht so schwer, sich vorzustellen, hier mal eines fernen Tages die ewige Ruhe zu finden. Vorausgesetzt natürlich, man hat den richtigen Nachbarn, denn wer weiß schon, was danach ist. Also ich jedenfalls möchte vorbereitet sein. Ich möchte wissen, ob ich mit ihm harmoniere. Hier wie dort. Und da bin ich nun sehr beruhigt. Denn Sie, Herr Kogel, sind mir wirklich sehr sympathisch. Und ich glaube fest, dass wir miteinander auskommen. Ich glaube es einfach nicht. Nehmen wir mal an, ich habe Sie richtig verstanden, Frau Droll. Dann meinen Sie mit Nachbar Grabnachbar? Ja. Und ich liege ebenfalls richtig in der Vermutung, dass ich eine Grabstelle erstanden habe, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft mit der Ihren befindet. Ja, so ist es. So ist es. Ich habe Sie gestern beobachtet, wie Sie mit dem Friedhofsbeamten verhandelt haben. Aha, und dann haben Sie mich verfolgt? Haben mich im Café aufgespürt und versucht, mit mir anzubandeln. Ja, fast völlig daneben ging, wie man weiß. Also, Herr Kogel, wenn Sie nicht noch Ihre Brieftasche verloren hätten... Ja, bitte hören Sie auf. Wenn ich das erzähle, das glaubt mir niemand. Sie schnüffeln hinter mir her, dringen in meine Wohnung ein, nur um sich ein Bild von mir zu machen, um festzustellen, ob Sie mit mir können. Hier und auch im Jenseits... Sagen Sie mal, Frau Droll, kann es sein, dass Sie nicht richtig ticken? Ich habe geahnt, dass Sie so reagieren würden, Herr Kogel. Und ich bin Ihnen nicht im geringsten böse. Wenn man nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt, dann ist meine Handlungsweise sicher schwerlich zu begreifen. Das können Sie laut sagen. Ja, aber für mich stellt sich einfach die Frage, lebt man nach seinem biologischen Tod weiter oder nicht? Du lieber Himmel, wer hat Ihnen bloß diesen Schwachsinn eingeblasen? Oh, darüber gibt es eine Menge interessanter Literatur.
Sie sollten sich wirklich mal damit befassen, Herr Kogel. Das ist eine ausgesprochen erregende Thematik. Da kann ich Ihnen ausnahmsweise beipflichten. Erregt hat mich dieser Unsinn jetzt schon. Und nun reicht's. Auf Wiedersehen, Frau Droll. Und sollten Sie wirklich recht haben und wir sehen uns drüben wieder, bitte grüßen Sie mich nicht. Na, wenn schon. Sympathisch ist er mir trotzdem. Entschuldigung. Ja, bitte. Darf ich mir Ihre Zeitung ausbeugen? Meine Zeitung? Ach so, ja, natürlich. Ja. Bitte schön, bedienen Sie sich ruhig. Dankeschön. Ich möchte nur kurz in den Sportteil sehen. Ja, machen Sie. Ne? Ich bin ja versorgt. Hier. Ah, übrigens eine äußerst erregende Thematik, nicht? Lebt der Mensch nach seinem biologischen Tod weiter? Das ist eine Frage, die sich jeder denkende Mensch irgendwann mal stellen sollte. Naja, da mögen Sie ja recht haben. Ich für meinen Teil interessiere mich mehr für Fußball und Tennis, wissen Sie? Banause. Sie? Ja. Ist der Platz an diesem Tisch noch frei? Ja. Ja, ist er. Danke. Ich habe ihn wieder nachspioniert. Schlimm? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Das erspart mir so manches. Was denn zum Beispiel? Na, dass ich ihn nachspionieren muss. Ah ja? Man muss schließlich wissen, wen man zum Nachbarn bekommt, da drüben. Aber feststellen muss man das hier. Eben. Haben Sie den Abend schon verplant? Nein. Das trifft sich gut. Bei mir gibt es heute Abend Sauerbraten. Kann ich Sie damit locken? Und wie? Wenn ich da vielleicht einen kleinen Vorschlag zur Ergänzung machen dürfte. Ja, aber jederzeit, immer. Wissen Sie, die Soße, die schmeckt mit Rosinen so wunderbar. Kennen Sie das? Ja, eine Schale. Das ist es hier. Also frei ist nur noch die Erdstelle 66. Alle anderen sind schon verkauft. Die Menschen sorgen wieder vor. Meinen Sie, Sie können sich für dieses Plätzchen erwärmen? Oh ja, da muss ich gar nicht lange nachdenken. Das ist es. Das ist eine kluge Entscheidung, Frau Holthausen. Kommen Sie, die Modalitäten regeln wir im Büro. Was meinst du? Ganz sympathisch. Zumindest auf den ersten Blick. Aber sicher ist sicher, nicht wahr? Das ist meine Rede. Begleitpapiere. Wohin geht's? Hubertus Krankenhaus, Zahnchirurgie. Und wer ist der Patient? Manni Blötz. Sagt man nichts. Ist neu bei uns, das merkt man. Manni ist bei uns so was Ähnliches wie eine Berühmtheit. Ist innerhalb der letzten 2 Jahre 3-mal ausgebrochen. Na, Prost, Mahlzeit. Und wer begleitet den? Rudi Pankratz, kennst du natürlich auch nicht. Wie sollte ich? Bin erst 3 Tage bei euch. Hoffentlich ist er diesem Burschen gewachsen. Pankratz? Wenn überhaupt einer, dann der. Der hat 3 Jahrzehnte Gefängniserfahrung. Den kann so leicht keiner. Hoffentlich weiß das der Manni Plötz auch. Tag, Kollege. Nehmen Sie sich zusammen, ich kann Mem nicht ausstehen. Ach, Sie haben gut reden, Chef. Sie
an, ihr habt nicht, was ich für Schmerzen habe. Natürlich, Sie haben in den letzten Tagen hinlänglich dafür gesorgt, dass das ganze Gefängnis es weiß. Nur mich, mein Lieber, mich können Sie nicht täuschen. Wollen Sie etwa damit sagen? Dass Sie simulieren, ja. Wird auch ganz zu Ihnen passen, Platz. Also, das ist ja eine Unterstellung, die ich geradezu ehrenrührig finde. Ehrenrührig? Lach mich kaputt. Der Gefängnisarzt, ja, der hat eindeutig festgestellt, dass der Nerv von meinem Weisheitszahn total entzündet ist. Und hat höchstpersönlich veranlasst, dass ich... Der Doktor ist eine Pfeife. Oh, das wäre ihm stecken. Nicht nötig, das weiß er längst selber. So, Platz, jetzt halten wir mal die Klappe. Nee, will ich aber nicht. Ich hab noch was auf der Zunge und das hören sich jetzt an. Mag ja sein, dass Sie ein guter Gefängniswärter sind, im Sinne von der Justiz. Aber Sie besitzen nicht die Spur von Menschlichkeit. Was Sie nicht sagen. Wir Knackis, ist doch so, nicht? Wir sind doch für Sie nur Menschen zweiter Wahl. Mensch, plötzlich hören Sie auf. Wer so viel Scheiß gemacht hat wie Sie, braucht sich über so eine Einschätzung nicht zu wundern. So? Und haben Sie sich jemals gefragt, welche schicksalhafte Verstrickung einen Menschen aus der Bahn katapultieren kann? Haben Sie sich das je gefragt? Oh ja, Blitz. Und Ihr Fall ist ja da geradezu exemplarisch. Da haben Sie so manches Mal vor so mühsam geöffneten Tresor gestanden und Ihr Schicksal verflucht, dass er voller Scheinchen war. Und in dieser schicksalhaften Verstrickung, tu ich's oder tu ich's nicht, haben Sie sich mit tränenden Augen durchgerungen und den Tresor ausgeräumt. Mir kommen auch die Tränen plötzlich. Sie sind kalt wie eine Hundeschnauze, Herr Pankratz. Aber warten wir ab. Auch Sie geraten noch in eine Situation, wo Ihnen das Leben böse mitspielt. Mensch, Blitz, das hört sich ja wie eine Drohung an. Finden Sie, Chef? Station und aussteigen, bitte. Polizei, Überfall, Hilfe! Was ist? Er hat mich K.O. geschlagen. Die Kleider geweckt. Was ist? Ach, er versucht es immer wieder mit allen Mitteln. Typisch Maniplötz, aber doch nicht mit uns, Kameraden. Unternehmen Sie doch was. Wuppen weg, oder willst du dir eine einfangen? Der hat sie wohl nicht alle. Mit so einem billigen Trick kannst du mich nicht aufs Kreuz legen, du Hirni. Soll ich helfen, ihn reinbringen? Nicht schnell, ich komme her. Schaff ich schon. Trotzdem danke, ja? Können Sie bereuen, Sie horren auf zu. Wissen Sie nicht, was hier passiert? Schon dreimal ausgebrochen, aber so bestimmt nicht. Wie dusselig hält er ein? Entschuldigen Sie, Chef, dass ich Sie noch mal außer Gefecht setzen musste. Ich habe ihn doch eingesteckt. Mensch, das weiß ich doch ganz genau. Schau, das fehlte noch, dass der Schlüssel weg ist. Nee, nicht da. Ich wäre auf der Stelle wahnsinnig. Wie geht's Ihnen, Chef? Ist nur eine vorübergehende Eintrübung. Der geht in 0, nichts vorbei. Hören Sie, Chef. Das ist ein saublödes Ding passiert. Ich will ja längst über alle Berge. Aber der Schlüssel von Handschellen ist verschwunden. Ich kann mich nie von ihm befreien. Was sagen Sie? Sie sind mir vielleicht ein Held. Ja, nicht wahr? Mensch, Blitz, warum geben Sie nicht auf? Sie haben keine Chance, so wie die Dinge liegen. Ach, da denke ich ein bisschen anders drüber, Chef. Blödsinn, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich Ihnen folge. Das müssen Sie wohl. Ich mache nicht einen Schritt freiwillig. Ich mache Ihnen jede Menge Scherereien, Blödsinn. Wie denn? Loben tut man nur mir, wie wir gesehen haben. Ich trage die Uniform, Sie sind nur der Häftling. Ein Mensch zweiter Wahl. Blödsinn. Das ist doch purer Schwachsinn. Wo wollen Sie denn hin mit mir im Schlepptau? Ach, das weiß ich schon. Das weiß ich sogar sehr präzise. Und ich verspreche Ihnen, Chef, wenn das erledigt ist, was ich mir vorgenommen habe, ja, dann komme ich mit Ihnen sofort wieder freiwillig zurück in den Knast. Mein Anruf.
Moment. Jetzt will ich wissen, was Sie vorhaben. Wollen Sie ein Ding drehen? Und Sie stehen Schmierer, wa? Na, das wäre was. Nein, nein. Es handelt sich um was ganz Privatimes, ja? Es geht um meine Fanny, mit der bin ich verlobt. Hm? Das hat sie aber offenbar inzwischen verdrängt. Die hat mich seit Wochen im Knast nicht mehr besucht. Das ist doch was faul, nicht? Ich will nur mal am Rechten sehen. Ehrlich. Und danach? Folge ging wieder brav wie ein Hühnchen, die Rose deren Wort. Also, abgemacht. Rezeption, ja bitte? Kommissar Weidlich, die Herren immer noch nicht da? Leider nein. Aber ich werde Sie sofort benachrichtigen, wenn Sie da sind, Herr Kommissar. Ja, danke. Wann waren die denn bestellt, Meier? Punkt 11 Uhr, Herr Kommissar. Jetzt ist es fast 11:30. Was soll ich denn davon halten? Die kommen noch. Bestimmt, es wurde mir von der Gefängnisverwaltung fest zugesagt. Also, Herr Wilbert, fassen wir nochmal zusammen. Der Mann hat Sie niedergeschlagen, Sie haben das Bewusstsein verloren. Ja, und als ich dann wieder zu mir kam, waren die Hotelsafes aufgebrochen und ausgeraubt. Also 21 Jahre lang bin ich hier in diesem Hotel schon Nachtportier, Herr Kommissar. Und in der ganzen Zeit... Könnten Sie den Mann identifizieren? Vielleicht, wenn ich ihn in Natura vor mir sehe. Die Gelegenheit werden Sie haben. Eins kann ich Ihnen sagen, Meier, wenn die nicht kommen, kriegen Sie mit mir verdammten Ärger. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Sagen Sie bloß, Sie wollen in dieses Hotel. Ja, will ich. Meine Verlobte arbeitet in dem Nobelschuppen als Zimmermädchen. Sie meinen, wir marschieren da rein, verlangen Ihre Verlobte zu sprechen und die stellen uns dafür noch einen Konferenzraum zur Verfügung? Mensch, Platz. Mit dem fallen wir da drin auch für die bunten Hunde. Also wirklich, der Ärger ist programmiert. Glaube ich nicht. Vorausgesetzt, Sie machen keine Sperenzchen. Sie sehen gut. Habe ich mir vielleicht was eingebrockt. Also, wie wollen Sie es machen? Gehen schnurstracks durch die Halle. Stein in den Fahrstuhl, fahren ins zweite Hotelgeschoss. Denn das ist das Revier von meiner Fanny. In Gottes Namen. Sie sind der Chef im Ring. Moment, die Herren. Da sind Sie falsch. Scheiße. Na, was habe ich gesagt? Sie werden im Konferenzraum erwartet. Bitte kommen Sie. Hallo, Sie haben keine andere Wahl oder wollen Sie hier Aufsehen erregen? Scheiße. Kommen Sie. Was will der Typ von uns? Wieso werden wir erwartet? Ganz ruhig, Platz. Kann ein Missverständnis sein. Scheiße. Hier lang, bitte. Hallo, Fanny. Fanny? Ja, ich bin's wirklich. Ja, wieso bist du denn in Uniform? Das erklären wir Ihnen später. Ich muss dringend mit dir sprechen, Fanny. Aber doch nicht hier auf dem Flur. Hören Sie, Frau, dann machen Sie jetzt keinen Aufstand. Die Sache ist schon verworren genug. Ja, aber wieso bist du... Wir erklären es Ihnen später. Bitte, nun kommen Sie doch endlich. Die Herren sind da. Na, endlich. Sie waren mir um 11 Uhr avisiert. Mensch, Pünktlichkeit ist nicht Ihre Stärke, wie? Nee, wenn Sie mich so fragen, noch nie gewesen. Na, Sie machen mir Spaß. Ich bemühe mich, hier ein Verbrechen aufzuklären und Sie klauen mir kalt lächelnd meine Zeit. Das wird Folgen haben, das kann ich Ihnen flüstern. Also zur Sache. Sie hatten gestern Ausgang und sind erst um früh 5 ins Gefängnis zurückgekehrt. Wo waren Sie heute Nacht? Heute Nacht? Ich? Also ich... Heute Nacht, meinen Sie? Ja, Mann, heute Nacht. Also heute Nacht... Spielen Sie einen Papagei oder was? Ich will eine präzise Antwort. Was ist denn? Tut mir leid, plötzlich muss man bekennen. Das sehen Sie doch ein. Mensch, Chef. Das bringt uns ja ein gewaltiges Stückchen weiter. Holen Sie sie rein. Sie sind mir ja ein origineller Vogel. Sie machen mir es ja richtig leicht. Na, was ist? Nur haben Sie ihn ja ausreichend betrachtet. Ist das? Kein Zweifel, Herr Kommissar. Das ist der Mann. Was sagen Sie nun? Der Zeuge hat Sie erkannt. Möglich. Oh doch, mein Lieber. Und Sie müssten ihn ja auch kennen. Schließlich haben Sie ihm heute Nacht eins über den Nischel geschlagen, nicht wahr? Herr Kommissar, ich muss eine Aussage machen. Na, dann legen Sie mal los.
Hier liegt ein grandioses Missverständnis vor, und zwar in doppelter Hinsicht. Erstens sind wir beide nicht die Sie erwartet haben, und zweitens bin ich nicht der, für den Sie mich halten. Sieh mal einer an, wer hätte das gedacht? Ich bin nämlich der Gefängniswärter, und der Mann hier ist der Häftling. Durch eine Verstrickung von unglückseligen Vorkommnissen. Das ist köstlich! Das ist köstlich und einmalig! Kommen Sie schon! Sie kennen den Mann? Nee, überhaupt nicht. Machen Sie mir keinen Ärger, Mädchen. Sie haben draußen mit ihm gesprochen, stecken mit ihm unter einer Decke. Das ist klar wie Kloßbrühe. Sie haben ihm den Tipp gegeben. Verdammt! Und nun tun Sie doch nicht so doof. Sie haben die Sache mit den Hotelsafes ausbaldowert. Oh, jetzt reicht's aber. Lassen Sie die Dame gefälligst in Ruhe, ja? Sie, Kommissar. Sie sind doch völlig auf dem Holzweg mit Ihrer kriminalistischen Spitzfindigkeiten. Das muss ich Ihnen mal in aller Deutlichkeit verklickern. Sagen Sie mal, spinnen Sie, Mann? Sind Sie doch ganz dicht im Kopf? Na, Ihr Chef wird sich was von mir anhören müssen. Na, fangen Sie mal gleich an, das steht da vor Ihnen. Also, darf ich vielleicht mal etwas erklären? Nein! Sind wir in einem Tollhaus? Der Einzige, der was erklärt, sagt, fragt, bin ich. Zum letzten Mal. Kennen Sie diesen Mann? Nein. Ich kenne bloß den. Und das ist mein Verlobter. Und das wird ja immer bunter. Meier, Tür zu! Sind wir hier im Zoo oder was? Den ganzen Zirkus haben Sie nur veranstaltet, um Ihre Verlobte zu sehen, Herr Blitz? Ja, zu sehen und mit ihr zu reden, Herr Kommissar. Es gibt nämlich Probleme zwischen uns, verstehen Sie? Ich verstehe. Sie können gehen. Jetzt hören Sie mal gut zu, Blitz. Bitte. Ich bin bereit, Ihnen dieses Gespräch zu ermöglichen. Sogar unter vier Augen. Was denn? Wirklich? Unter einer Bedingung. Ich höre. Sie helfen auch mir. Wie kriege ich das? Sie gehen mit uns zu den aufgebrochenen Safes, werfen einen Blick drauf und sagen uns, wessen Handschrift das ist. Oh, Sie haben ja eine hohe Meinung von mir, Herr Kommissar. Als Sie noch aktiv waren, haben Sie mir und den Kollegen das Leben ganz schön schwer gemacht. Als Tresor- und Safeknacker waren Sie einsame Spitze. Und das aus Ihrem Munde? Also, wenn mir jemand helfen kann, dann Sie. Gute Arbeit. Sauber auf Ihr Wort. Wenig beschädigt. Und? Kennen Sie den Burschen? Nein, ob ich den kenne. Nur sagen Sie schon. Wenn ich den Namen nenne, dann darf ich mit meiner Verlobten sprechen, nicht? So war die Absprache, ha? Ja, Mann. Unterzeugen. Also gut. Ich verpfeife Kollegen sonst nie, aber den verpfeife ich, weil er mich verpfiffen hat und ich dadurch in den Knast musste. Bitte, Blitz, jetzt keine Reden, die Zeit den Namen. Muss sein. Ich muss Ihnen das erklären. Wir waren nämlich gute Kumpels, der und ich. Verstehen Sie? Wir haben jedes Ding gemeinsam durchgezogen. Und eines Tages, da kriegt er einen Flitz, ja? Will das Geschäft alleine machen, ohne Konkurrenz. Hat mir abserviert. Der Typ heißt Benno Michalk. Kein Zweifel, Blitz? Nicht den geringsten. Der Bruch ist meine Schule. Und das beherrscht nur einer, Benno. Los, Meier. Ab geht die Post. Fahndung raus, Adresse von dem Burschen. Wenn wir Glück haben, erwischen wir ihn noch zu Hause. Tja, Blitz. Damit haben Sie Ihren Scheiß von heute Morgen offensichtlich wieder ausgebügelt. Gratuliere. Danke, Chef. Würden Sie mich jetzt bitte zu meiner Fanny hier leiten? Das ist mir eine Ehre. Versteh doch, Manni. Ich lieb dir, keine Frage. Aber irgendwann habe ich mir gefragt, was haben wir denn beide noch für eine Zukunft? Fanny, Kleinet, in 2 Jahren bin ich wieder draußen. In 2 Jahren? In Ewigkeit? Aber Fanny, Mensch, wir beide, hör doch mal zu, Mädel. Wir beide hören noch zusammen. Oder hast du einen anderen Kerl? Gehen. Na siehste, ich verspreche dir, ich bin nie wieder kriminell. Ich hab meine Lektion gelernt. Ich möchte ja so gerne glauben. Josef Ehrenwort. Josef Ehrenwort? Über Josef. Wann kann ich dir das nächste Mal besuchen? Falls du mal keinen verschärften Arrest aufbrummen wegen der Geschichte heute,
Vielleicht schon übermorgen. Bin ich wieder da? Das ist ein Wort. Chef, ich kann wieder rauskommen. Na, alles klar. Fragen Sie so, Chef. Er hat mir überzeugt, Chef. Ist was? Was glotzt denn wie die Mondkälber? Mensch, Pankratz. Man sucht euch wie eine Stecknadel. Ach ja? Alle dachten mal, die Blötz ist wieder stiften gegangen. Und? Ist er? Hier steht er. In deiner Uniform? Das ist ja ein Ding. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Teufel, wie sehe ich denn aus? Los, Blötz. Umziehen. Bleibt mal einen Moment hier draußen. Die haben sie ganz schön verblüfft. Die Gesichter von denen. Ich lach mal glatt weg. Unterstehen Sie sich. Sie bleiben hier. Ich bin heilfroh, dass ich Sie wieder hier drin habe. Hat mich Mühe genug gekostet. Was denn? Sie hatten die ganze Zeit den Schlüssel? Klar doch, Blitz. In Ihrer Hosentasche. Da, wo Sie ihn hingesteckt hatten. Und das haben Sie die ganze Zeit gewusst? Von Anfang an. Na, Sie sind mal frei, Hela. Mich so zu verschaukeln.